Herzlich willkommen zu unserem heutigen Gesprächsrunde bei Coaches Wir für euch. Wir haben ja diese Facebook-Gruppe gegründet und da geht es jetzt einfach heute um das Thema Resilienz und Stress, also Stressbewältigung. Und dazu kommen eben jetzt 5 von uns, die hier ein bisschen einen Beitrag leisten. Und anfangen tut jetzt in der Runde die Alina. Herzlich willkommen, liebe Alina. Ja, vielen Dank, liebe Heike, und ein ganz, ganz herzliches Willkommen auch von mir an alle. Es freut mich total zu sehen, dass so viele jetzt hier erschienen sind und dass ihr euch so auch einfach mal die Zeit nehmt, bewusst euch mit diesem Thema zu befassen. Das ist einfach immer super wichtig. Und ich dachte so am Montagabend so, beim Start in die Woche, wir können ja so eine ganz kleine, slowe Übung machen. Und zwar, dass ihr vielleicht einfach mal ganz kurz ankommt so, hier in diesem Raum, hier in diesem Abend und bei euch. Und vielleicht macht ihr auch einfach mal ganz kurz die Augen zu, einmal ganz kurz so einatmen, ausatmen, auch einfach mal die Schultern runter, ein bisschen den Körper so ruhig machen, einfach mal ein bisschen runterfahren. So, und jetzt stellt euch einfach mal vor, jetzt völlig unabhängig davon, was euer Tag heute schon gebracht hat, aber stellt euch mal vor hier, also bei Berlin ist ziemlich schlechtes Wetter und stellt euch mal vor, ihr seid jetzt einfach bei euch drin und visualisiert euch mal, dass ihr euch jetzt eine Stärkung gönnt. Und zwar gibt es heute mal eine kleine positive Kraftsuppe und ihr stellt euch jetzt einfach mal vor, wie so ein schönes Keramikgefäß vor euch steht. Und da packt ihr jetzt einfach mal so 3, 4, 5 Zutaten rein. Und Achtung, es geht jetzt hier nicht um Gemüse, sondern visualisiert euch mal, was ihr gerne habt, was euch entstresst, so, was euch gut tut. Es ist völlig egal, packt da Menschen rein, packt eure Kuscheldecke da rein, ob es Düfte sind oder einfach irgendwas, was ihr vor eurem geistigen Auge seht, was ihr in diese, ja, in dieses Keramikgefäß packt. Und wichtig ist, dass ihr dabei diesen Fokus auf das Positive setzt. Und dann, ganz, ganz wichtig, muss noch kurz abkühlen, dreht euch mal um und visualisiert auch nochmal, dass ihr jetzt so einen kleinen Rubbish Bag, also so einen Mülleimer habt oder so eine Mülltüte. Und da stellt euch bitte auch mal, ob jetzt 2, 3, 5 Sachen, ganz egal, stellt euch mal irgendwas vor, was euch in Stress versetzt, was ihr so gar nicht mehr jetzt gebrauchen könnt. Und das packt ihr da auch einfach mal imaginär rein. Und dann nehmt ihr das, Tüte zu und geht imaginär alles im Inneren, keine Bewegung, einfach mal raus. Stellt euch vor die Tür, nehmt nochmal einen ganz, ganz tiefen Atemzug so von frischer, klarer Luft und dann macht ihr einfach wieder die Tür zu. Und dann geht ihr einfach wieder zu eurem Raum, zu eurem Keramikgefäß, zu eurer Stärkung und freut euch jetzt einfach mal darüber, dass ihr einfach ja immer etwas da habt, was für euch auch, was euch auch gut tut so. Und das war's schon. Ihr könnt die Augen jetzt wieder aufmachen. Und das war mal so eine ganz, ganz kleine Übung. Wir haben immer so ein bisschen, dass wir zeitlich gucken müssen. Es ist so, so schön und so wichtig, dass wir dieses Werkzeug der Visualisierung haben oder überhaupt auch der Atmung, dass man sich in ganz, ganz kurzen Momenten in wirklich schöne Dinge bringen kann. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe halt auch so diese ganzen Dinge, man hört es immer wieder und ein Dankbarkeitstagebuch und man sollte das machen und das machen. Und es ist schwierig, weil man eben immer denkt, so, ja komm, ich habe einen Stresstag, ich habe keine Zeit mehr dafür, es bringt doch nichts. Ich kenne es wirklich alles selber. Aber glaubt mir auch, es ist ganz, 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 ganz klar, dass Selbstliebe so ein wichtiger Part von Resilienz ist. Einfach, es ist so essentiell, sich um sich zu kümmern, die Dinge auch für sich zu tun, wenn es nur ganz kleine Dinge sind. Ich kann sagen, dass es wirklich auch bei mir vor Jahren, es bringt Erfolge. Vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, vielleicht kommt man sich ein bisschen komisch, weil man sich denkt so, ach ja, es bringt doch wahrscheinlich auch so mit Kleinigkeiten doch selbst 5 Minuten jeden Tag. Und da neigen wir natürlich dazu, gerade in stressigen Zeiten, dass wir dann einfach das so ein bisschen, ja, ich sag mal so wegschieben und sagen, ja, ja komm, jetzt habe ich 5 Minuten, jetzt mache ich einfach gar nichts mehr oder jetzt habe ich jetzt oder ich habe diese 5 Minuten einfach nicht, was ja, wie wir auch alle wissen, in der Realität eigentlich nicht stimmt. Und ich bitte, und das ist eigentlich so auch mein Hauptappell, mit dieser kleinen Übung zu zeigen, doch nehmt euch diese 5 Minuten. Sie machen so einen Unterschied. Tragt sie euch in den Kalender, seht es wirklich als Termin. Ja, ich weiß, es ist auch immer schwierig, das so zu sehen, aber ich mache mittlerweile, ich glaube, ja, keine Ahnung, mindestens 1 Stunde für mich am Tag irgendwie, ja, vorne, hinten, irgendwo rangeknapst und
ich habe auch immer noch manchmal dieses Gefühl, ja, ich mache einfach eine Stunde nichts und nur für mich, okay, muss man auch wieder vor Teamkollegen, vor Freunden, vor Familie, vor vielen Leuten gefühlt rechtfertigen, aber nein, es ist so okay. Ihr seid der wichtigste Mensch in eurem Leben, gebt euch diese Priorität, ja, lasst es wirklich mal wirken und vielleicht sagen meine Worte, meine Energie, die ihr merkt, sogar mehr als meine Worte, dass es rüberkommt, dieses seid bitte, bitte, bitte gut zu euch. Wenn ihr es nicht seid, wer soll es dann sein? Und deswegen ist es wirklich im Sinne, wenn man Resilienz halt wirklich leben möchte, diese, ja, dieses Umgehen mit Dingen, dann fängt es alles in einem selber an und es beginnt mit ganz, ganz kleinen Dingen wie Atemübungen, sich schöne Dinge vorstellen oder schlechte Dinge vorstellen. Und ja, also deswegen, ich glaube, das war es schon. Ich könnte, wie gesagt, noch viel sagen, wie man das lernen kann, wie auch ich mit meinem Storytelling, wie man da hinkommt. Aber ich glaube, das soll so von ganzem Herzen von mir ein schöner Einstieg. Auch ihr nehmt euch ja heute schon Zeit, was für euch zu tun. Es ist schon mal super und schön. Und ja, nehmt euch bitte ganz, ganz viel raus, ganz, ganz viel mit. Und ja, dazu einmal mal eine Kraftsuppe. Vielleicht packt ihr beim nächsten Mal die Gesprächsrunde und alles, was daraus resultiert, auch gleich noch mit da rein. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch ganz, ganz, ganz viel Spaß. Ja, schickt euch Liebe und Energie und gebe zum Roland rüber. Ja, vielen Dank, liebe Alina, auch für diese kurze Imaginationsübung, die du mit uns gemacht hast. Sehr spannend. Ein Hallo in die Runde, einen schönen Abend an euch. Ja, Stressbewältigung und Resilienz, ein spannendes Thema. Wie wir bereits bei der letzten Gesprächsrunde erfahren haben, ist Stress ein sehr individuelles Thema. Und zwar das Empfinden von Stress ist sehr individuell. Was den einen noch stresst oder sehr stresst, lässt den anderen noch ganz cool erscheinen. Und auch die Stressoren, die Reize, die auf uns einwirken, die Stress auslösen, sind von Person zu Person sehr verschieden. Es gibt äußere Reize, es gibt innere Reize. Was ist nun Stress? Nach Definition durch Reize verursachte physische und psychische Reaktion zur Bewältigung besonderer Aufgaben oder Anforderungen. Ich erinnere immer gerne an diesen Urmenschen, der damals nicht an der Spitze der Nahrungskette stand, sondern irgendwo dazwischen und gleichzeitig Jäger und Gejagter, also Jäger und Beute war. Das heißt, wir waren einfach auf der Flucht vor Säbelzahntigern, vor Löwen, vor Mammuts, vor Bären und mussten immer überlegen, auch bei der Jagd, dass wir nicht selber gejagt werden oder selber zum Fressen kommen. Und Stress ist eine ganz, ganz natürliche Reaktion, die uns einfach zu Höchstleistungen treibt. Die Muskulatur, der Kreislauf, die Hormone werden ausgeschüttet, gehen hoch, Blutdruck steigt, Puls steigt, eine bessere Durchblutung von Gehirn und Körper findet statt, die Atmung beschleunigt sich, wir haben mehr Energie, wir können im Prinzip besser entscheiden, wir sind aufmerksamer. Und wir sind zu außergewöhnlichen Leistungen in der Lage. Und der neue Körper läuft auf Hochtouren. Und ich vergleiche das immer gerne mit so einer, wie soll man sagen, mit so einer Art Tempomat, mit so einer Art wie im Auto. In der Autofahrt habt ihr im Prinzip ein Tempomesser, ein Tempometer, Tachometer. Und der eine fühlt sich mit 30 schon völlig überfordert und gestresst und der andere kann 50 oder 80 fahren und findet da immer noch keinen überaus enormen Stress. Aber es kommt bei jedem irgendwo ein Punkt, wo eine gewisse Geschwindigkeit im Leben quasi den positiven Stress umwandelt in den negativen Stress. Und heute sieht es halt anders aus. Wir haben halt heute nicht mehr diesen Säbelzahntiger, sondern es sind halt Leistungsdruck, Perfektionismus, Doppelbelastung, Familie, Beruf, Ängste, Prüfungsängste, Existenzängste, Versagensängste da, die uns unter Stress setzen. Und der eine ist halt schon komplett bei 2 Aufgaben überfordert und der andere kann 5 Aufgaben wuppen. Aber bei 20 sind, glaube ich, alle irgendwo überfordert. Und wenn diese Erholungs- und Ruhephasen fehlen, weil das war ja das Entscheidende immer, dass wir uns auch Erholungs- und Ruhephasen können,
Und wenn wir dann praktisch beruflich und privat, also unser Berufsleben und unser Privatleben, alles stressig läuft, dann ist die sogenannte Dauerbelastung, dann wird Stress chronisch, dann wird Stress zur Dauerbelastung, zum Dauerstress, zum negativen Stress, dann steigen Cortisol, unsere Cortisolwerte an und dann geht es zulasten von unserer Gesundheit. Das merkt jeder, wenn er anfängt zu schwitzen, wenn er Bauchschmerzen entwickelt, wenn er Kopfschmerzen hat, wenn er Magen-Darm-Beschwerden hat, wenn Schlafstörungen auftreten, wenn man depressiv verstimmt ist, im schlimmsten Falle entstehen Depressionen und Burnout als Dauersymptome von zu viel Stress. Noch ein paar Worte zur Resilienz. Resilienz ist die psychische Widerstandskraft, kommt eigentlich ursprünglich aus der Werkstoffkunde, aus der Materialwissenschaft und war ein Maß, wie Materialien nach einer Verformung wieder ihre ursprüngliche Form annehmen können. Das heißt, auf uns bezogen ist es quasi die Fähigkeit des Menschen, nach Unglücken, nach Niederlagen, nach Schicksalsschlägen, nach Trauer, Traumata, einfach wieder aufzustehen. Also als Maß, schnell wieder aufzustehen, wenn wir mal auf dem Boden liegen, auf dem Boden gefallen sind oder auf den Boden geworfen wurden. Es gab mal eine Umfrage von Kona in unserer Gruppe, was für euch Resilienz darstellt. Und ein paar tolle Antworten waren dabei. Der eine sagt ein mentales und psychisches Immunsystem. Der andere sagt, der Fels in der Brandung ist für ihn Resilienz. Und die andere hat gesagt, es ist das Maß, die eigene Mitte zu finden, ganz egal, wie turbulent das Außen ist. Ich denke eh, dass solche Sachen wie Fels oder auch Bäume sind eigentlich im Prinzip in sehr, sehr gute Metaphern, sehr, sehr gute Bilder, um mit dem Thema Resilienz umzugehen. Die Heike führt nur noch ein paar Punkte aus, um Resilienz zu fordern, zu stärken, um mehr Resilienz zu entwickeln. Und ich wünsche uns jetzt einfach einen produktiven und informativen Abend und freue mich nachher auf die Gesprächsrunde. Vielen Dank. Danke, Roland. Okay, ich habe mir ein paar Sachen überlegt zur Resilienz. Wie kann ich denn das verändern oder wie kann ich mich überhaupt stärken? Das eine, was mal sich mit den Gedanken zu beschäftigen. Was denke ich denn den ganzen Tag? Und ihr kennt das alle. Wenn man ja irgendwo so ein Thema hat, dann kommt man sowas in die Grübel-Negativspirale. Oh, der ganze Tag ist schlecht, der Computer geht nicht, das Handy geht nicht. Und so passieren halt immer mehr Dinge. Und wir kommen in diese Negativspirale rein. Und was passiert, das wird immer schlimmer, weil wir ja noch mehr uns klein machen. Wir sabotieren uns. Wir kommen dann in dieses, ach Gott, bin ich zu doof oder was ist los? Und machen uns selbst Vorwürfe und gehen mit uns um, wie so wird man mit niemand anderen umgehen. Und genau da dürfen wir mal hinschauen und sagen, hey, stopp, so geht es ja gar nicht. Also wie gehe ich denn mit mir um? Einmal diese Gedanken zu sortieren und zu sagen, okay, an dem Ganzen, egal was jetzt passiert, da habe ich ja auch was Gutes dran. Also sprich, wenn mir irgendwas, wenn ich aufgehalten werde, dann hat das ja auch irgendeinen Sinn manchmal, dass wir einfach irgendeinen Unfall oder was, wo wir nicht hinkommen, durch diese Geschichte, dass uns jetzt jemand aufgehalten hat. Also alles Negative hat auch immer was Positives. Da gibt es ja dieses Gesetz der Dualität. Alles hat immer zwei Seiten, daran dürfen wir uns immer erinnern. Und jede Krise, die wir so haben, hat ja auch einen Sinn. Und nach dieser Krise werden wir doppelt so stark durch das Leben gehen. Wir haben ganz viel gelernt aus dem Ganzen. Wenn ich nur in meinem eigenen Leben schaue, welche Krisen ich hatte und ich war mal wirklich ganz weit unten. Aber diese Krise hat mich zum ganz, ganz starken Menschen gemacht. Und selbst wenn ich nur hier sitze und nachdenke, selbst in dieser Zeit muss ich mir immer klar machen, dass um uns herum alles sich verändert. Das heißt, das ganze Leben ist ja auch eine Veränderung. Und wenn ich jetzt hier in meinem Elend hänge und ja einfach auch nichts mal tue, verändert sich trotzdem ganz viel in meinem Leben. Das darf ich mir immer wieder bewusst machen in dem Ganzen. Also wirklich auch da die Chancen zu sehen, wenn ich sitze, hey, da draußen passiert was auch um mich herum, was für mich ist. Und auch dieses Vertrauen zu haben, dass alles, was um uns herum passiert, ist ja für uns und nichts gegen uns. Von daher dürft ihr immer wieder dran denken, Mensch, das Leben, das will mir nichts Böses. Wir haben uns irgendwann mal diese Aufgaben, so heißt es ja, vorab mal überlegt, was wir alles lernen wollen in diesem Leben. Und ich glaube, da habe ich ganz viel lernen wollen. Aber ich bin unendlich stolz auf mich, was ich jetzt alles geschafft habe und wo ich jetzt angekommen bin.
Ich habe vor 10 Jahren habe ich angefangen mit Persönlichkeitsentwicklung, aber nur weil ich eben total am Boden lag und nichts mehr hatte. Von heute auf morgen war alles, was bisher da war, komplett weg. Und da habe ich, in dem Moment habe ich einfach 2 Fragen mir gestellt. Was will ich? Will ich jetzt da sitzen bleiben und liegen bleiben? Oder will ich aufstehen und mir die Chance suchen, das Positive aus dem ganzen Leben wieder rausziehen und sagen, okay, jetzt geht's weiter. Und dann wirklich gucken, mich auf die Lösungen konzentrieren und nicht auf die Probleme. Einfach vorwärts und diese ganze Krise als meine größte Chance nutzen. Genauso habe ich das gemacht und das kann jeder von uns auch. Also jeder, der im Moment wirklich in seinem Grübeln hängt, konzentriert euch auf das Schöne, auf die guten Sachen im Leben und lernt aus dieser Situation so viel ihr könnt. Macht was für euch, geht in Weiterbildungen. Einfach, dass er sagt, okay, was will ich jetzt machen, dass es mir gut geht? Was kann ich daraus lernen? Wo geht es weiter in meinem Leben? Und dann einfach mal einen neuen Weg einschlagen, weil ihr müsst ja nicht da bleiben, wo ihr jetzt seid. Also von daher offen sein für Veränderungen, einfach vorwärts. Und dann kann jeder das Leben meistern und das Ganze zum wirklichen Meisterwerk bringen. Macht euch das immer wieder bewusst. So, jetzt gebe ich dann weiter an den Cola. Vielen Dank. Ich glaube, das bin ich. Den kenne ich. Ja. So, und schon bin ich aus dem Bild. Ja. Ja, sehr schön. Auch von mir natürlich erstmal willkommen. Freue mich immer, wenn so viele Leute da sind. Bei den vielen schönen, netten, teils harmonischen Worten haue ich gleich mal richtig rein und provoziere mal ein bisschen. Ganz einfach, ganz klare Aussage von mir. Ich bin der Meinung, Resilienz kann nicht trainiert werden. Jetzt werden viele die Augen aufreißen oder den Mund mit dazu, wie auch immer. Was meine ich damit? Resilienz ist eine Reaktion des Mentalen genauso wie des Körperlichen auf Erlebtes, auf Erfahrungen, die ich gemacht habe. Das Wiederaufstehen, das ist das, was Resilienz in mir formt. Das Liegenbleiben wohl eher nicht. Und wenn ich diese Situationen, wir alle haben es wahrscheinlich schon mal hinter uns oder auch im Bekanntenkreis gehört, zum Beispiel, warum ziehe ich immer die gleichen Typen von Frau an, die mich fertig machen? Warum ziehe ich immer den gleichen Typen Mann an, der mich fertig macht? Wenn ich daraus nicht lerne, dann werde ich das immer weiter so anziehen. Unabhängig von den Gedankengängen, die ihr wahrscheinlich alle schon mal gehört habt, wenn ich immer wieder sage, ich will das nicht, ich will das nicht, ich will das nicht, dann bin ich ja vom Gedanken trotzdem bei diesem Thema und ziehe es unbewusst doch an. Das aber nur so am Rande. Wichtig ist, dass ich aus den Situationen wirklich was rausziehe, wie Heike schon sagt, dass ich die Situation als Chance sehe, ihr zu wachsen. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, es gibt da auch diese Formulierung, ach, ich will wieder werden wie früher. So gerade körperlich, wenn ich mal zugenommen habe oder wenn ich, keine Ahnung, nicht mehr so fit bin. Oder, aber wir werden nicht mehr wie früher. Das wird nicht der Fall sein. Ist ganz klar. Es gibt so ein schönes Zitat, ich hoffe, ich kriege es richtig hin. Mit den Erfahrungen von heute würde ich die Fehler von gestern nicht mehr machen. Hätte ich den Fehler gestern nicht gemacht, hätte ich die Erfahrungen heute nicht. Also es hebt sich nicht auf, sondern es ist ein Aufeinanderaufbauen. Ich wachse an diesen Situationen, ich wachse an dem, was es mit mir macht. Und was ich jetzt wiederum trainieren kann, wurde jetzt schon mehrfach erwähnt, ist das, wie ich damit umgehe, ist das, wie ich daraus hervorgehe und, Thema Stress, wenn ich mich in einer stressigen Situation oder in Gesamtsituation befinde, die mich stresst, auch dann ist die Frage, wie ich damit umgehe, natürlich eine Frage, die ich trainieren kann. Ich kann über die Meditation, über die Achtsamkeit, über Dankbarkeit, was ganz, ganz oben stehen sollte, natürlich an mir arbeiten und mich stärken und mein Innerstes stärken. Jesper Juhl redet immer sehr gerne vom Selbstgefühl. Das Wort selber kennen viele gar nicht oder setzen es gleich mit Selbstwert oder Selbstbewusstsein. Wichtig ist wirklich, zu sich selbst zu finden. Ich als Familienmentor
bin ja gerne oft mit dem Blick auf den Kindern. Und wenn ich es in dem Kindesalter nicht schon hineinbekomme, dann habe ich im gesamten Leben mehrfach dran zu knabbern. Keiner, der im ganzen Jugend- und also Kinder- und Jugendalter schüchtern war, wird von heute auf morgen der Überflieger. Auch das ist ein Prozess. Ich muss da hineinwachsen, definitiv. Und genauso aber auch andersrum. Wenn ich jetzt hier voll der Überflieger bin, werde ich nicht auf einmal im Alter vielleicht schon, aber von heute auf morgen ruhig und der leise Treter. Auch da ein Zitat von Professor Gerald Hüther, wer ihn nicht kennt, Deutschlands führender Neurobiologe. Er hat zum Beispiel gesagt, das Leben soll gelingen. Das heißt, mit anderen Worten, wenn ich dafür sorge, dass das Leben meiner Kinder gelingen soll, schaffe ich ihnen den Rahmen, in deren sich die Kinder bewegen dürfen, bewegen können, nicht nur dürfen in Form von du darfst das und das nicht, sondern dürfen in Form von was sie auch können. Weil ein weiteres Zitat von ihm ist, macht euren Kindern so viele Probleme wie möglich. Jetzt wird jeder sagen, ich soll sie doch beschützen. Natürlich Probleme, die altersgerecht sind. Ich werde nicht einem 5-Jährigen sagen, fahr mal das Auto aus der Ausfahrt. Ich werde nicht einem 15-Jährigen sagen, ach übrigens, ich habe hier noch ein Kinderbuch, kannst du mir das mal vorlesen? Es ist natürlich altersgerecht zu sehen und dementsprechend baut es aufeinander auf, weil ich heute nicht der bin, der ich morgen sein werde, aber ich bin heute ein anderer, als ich gestern war. Und das auch wieder ein schönes Zitat, es gibt 2 Tage, an denen ich nichts ändern kann. Der eine ist gestern, der andere ist morgen. Also lebt im Heute, lebt im Jetzt und bleibt bei euch. Ich gebe weiter an Frauke und hoffe, dass ich mit meinem kleinen provokativen Schubs ein bisschen was anrege und ihr mich nachher noch was schön um die Ohren haut. Zum Glück bin ich weit weg von euch. Viel Spaß noch. Ja, vielen Dank. Da bin ich auch mal sehr gespannt. Ich möchte jetzt gerne euch noch mal ein bisschen den Kreis schließen. Alina hat so eine schöne Kraftsuppe uns ermöglicht. Und Cola hat gerade so schön gesagt, dass es um uns selbst geht. Und ich möchte jetzt noch einfließen lassen, dass aber trotzdem die soziale Unterstützung wichtig ist, sowohl manchmal emotional, informativ oder praktisch. Es wäre gut, wenn die vielen verschiedenen Facetten davon von irgendjemandem im Freundeskreis auch abgedeckt wird. Keiner wird alles auf einmal abdecken. Das macht aber auch nichts. Aber sollten wir die Freunde haben, dann ist es auf jeden Fall auch ein großer Stresspuffer, der uns dabei helfen kann. Was aber auch möglich ist, ist das wieder in der Visualisierung, um damit sozusagen den Kreis zu schließen. Wir müssen sie nicht im Außen haben, wir können uns den guten Freund auch in uns selbst kreieren. Und diesen idealen Freund, der uns dann auch ganz und gar Mitgefühl mitgeben kann, uns an Orte begleitet, wo wir eventuell Angst empfinden oder bei denen wir das Gefühl haben, vor lauter Furcht nicht mehr zu wissen, was wir tun sollen oder was unsere Stärken sind, kann der uns dann dabei unterstützen. Und dieser imaginäre Freund, den ihr hoffentlich gleich alle, jeder für sich ein bisschen begegnen könnt oder dürft, kann zum Beispiel eine echte Person sein, aus eurem eigenen Leben. Es kann ein Wesen aus der Fantasie sein. Das ist bei Kindern manchmal auch ganz gern der Fall und ist auch eine tolle Übung für Kinder. Oder es kann ein Krafttier sein, was euch begegnet, oder ein Kraftbaum, eine stärkende Farbe oder auch einfach ein wunderschönes, tröstendes Licht. Da bin ich sehr gespannt. Und zu diesem Zwecke würde ich euch auch gerne einladen, euch euren Best Friend Ever sozusagen zu begegnen. Um es dafür auf eurem Stuhl nochmal bequem zu machen, um euch so ein bisschen in eine Wohlfühlposition zu bringen und eurem Körper auch die Möglichkeit zu geben, einfach seine eigene Wohlfühlposition zu finden. Und wenn ihr mögt und soweit seid, auch einfach mal die Augen zu schließen.
noch mal ein bisschen zurechtschuckeln. Manchmal stört noch ein bisschen was. Und spürt, wenn ihr die Augen geschlossen habt, den Kontakt, den der Körper mit der Unterlage, dem Stuhl hat. Und folgt entspannt eurem Atemrhythmus. Wer mag, kann auch nochmal einen tiefen Atemzug nehmen und dann zu dem eigentlichen natürlichen Atemrhythmus zurückkehren. Gehe nun in deiner Vorstellung an einen inneren Ort, an dem du dich wohl und sicher fühlst. Ein Ort, den du als schön empfindest und der dir Geborgenheit schenkt. Setze an diesem Ort alle deine Sinne ein. Was kannst du mit deinen Augen wahrnehmen? Welchen Duft oder Geruch kannst du riechen? Welche Geräusche kannst du hören? Vielleicht ist dieser Ort auch mit der Erinnerung an einen bestimmten Geschmack verbunden. Wie fühlst du dich an deinem Wohlfühlort? Stelle dir nun vor, dass dir dort ein besonderes Wesen begegnet, das voller Weisheit und Güte ist. Es strahlt vollstes Mitgefühl und Geborgenheit aus. Dieses Wesen ist in der Lage, alle deine Gedanken und Gefühle, alle deine Probleme zu verstehen. Fühle die tiefe Ruhe und große Kraft, die das Wesen ausstrahlt. Das Wesen nimmt dich genauso an, wie du bist. Du spürst, dass dein Wohlergehen dem Wesen sehr viel bedeutet. Lass in dir nun eine Vorstellung von diesem Wesen entstehen. Ein Wesen, das gut zu dir passt, mit dem du dich wohlfühlst. Auf welche Weise möchtest du mit diesem Wesen Kontakt aufnehmen? Deiner Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. So kannst du zum Beispiel mit dem Wesen telepathisch kommunizieren oder dich einfach nur umarmen lassen. Suche dir einen Kontakt zu dem Wesen, bei dem du die liebevolle Fürsorge dieses Wesens für dich vollends spüren kannst. Empfange sein Wohlwollen und seine Liebe und Güte. Schau auch auf die Mimik und Körpersprache des Wesens. Nimm die Energie seiner Gesten und den Klang seiner Stimme wahr, falls es zu dir spricht. Was will dieses mitfühlende, dich unterstützende Wesen dir mitteilen, um dich in einer problematischen Situation zu stärken? Lausche auf seine Botschaft. Und erkenne für dich, dass dieses zauberhafte Wesen der mitfühlende Anteil deiner selbst ist, der dich mit seiner Weisheit und Fürsorge erfüllt.
steht dir zu jeder Zeit in dir selbst zur Verfügung, um dir voller Liebe und Verständnis beizustehen. Verweile nun noch einen Moment bei deinem Wesen, in dem Wissen, dass du es jederzeit wieder begegnen kannst, wenn du seine Hilfe brauchst. Und fange dann langsam an, deine Finger wieder zu bewegen, deine Füße mal zu strecken und dich zu recken und zu strecken und wieder zu uns zurückzukommen und mal tief durchzuatmen. Vielleicht auch mal die Thymusdrüse klopfen, damit wir wieder wach werden. Ich hoffe, ihr hattet alle eine schöne Begegnung, die euch in Zukunft ein bisschen Stress reduziert. Und wünsche uns allen noch einen wunderschönen Abend. Vielen Dank, Frauke. So, jetzt dürft ihr langsam wieder zurückkommen ins Hier und Jetzt. Gott sei Dank, es ist immer total schön, so eine Geschichte am Schluss. Nur wenn wir da eigentlich gar nicht mehr dann wach werden, sondern am liebsten gleich ins Bett. Nein, wir machen jetzt noch ein bisschen Austausch. Die Aufzeichnung hält jetzt gleich auf, also an. Und ich wollte euch noch kurz darauf hinweisen, am 2. Mai ist die nächste Gesprächsrunde von uns. So, jetzt machen wir dann die Aufzeichnung aus und gehen dann in den freien Austausch. Vielen Dank schon mal bis hierher, dass ihr dabei gewesen seid.